Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Für alle, die zum ersten Mal mitmachen, darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Katharina Stutz und ich bin Teil des Teams Gastgeberservice bei der OBS Online Buchung Service GmbH und betreue zudem noch den Bereich Content Qualität. Das heutige Thema zum Webinar: Buchbar sein auf der eigenen Webseite. Ich möchte Ihnen heute zeigen, dass unsere Homepage-Buchungsmodule, die wir anbieten, die Sie auf Ihrer eigenen Website von Ihrer Unterkunft einbauen können, um dort auch direkt online buchbar zu sein. Vorab möchte ich Ihnen kurz zeigen, welche Funktionen Sie als Teilnehmer haben. Wenn Sie mal unten schauen in die Leiste, da haben Sie zwei Funktionen. Sie können entweder die Hand heben, das ist ein Zeichen der Bestätigung, oder über F&A Fragen an uns richten. Meine Kollegin, die Frau Elena Forster, ist mit dabei im Webinar und beantwortet alle Ihre Fragen. Wenn Sie dabei draufklicken, öffnet sich ein Textfeld. Dort können Sie Ihre Frage eingeben. Wenn Sie eine Frage stellen, sehen das alle Teilnehmer im Webinar und sehen da auch Ihren Namen. Wenn Sie nicht möchten, dass man da Ihren Namen sieht, können Sie ja unten links, bevor Sie absenden, das Häkchen bei Anonym senden setzen. Auch die Fragen, die Frau Forster dann schreibt, werden können alle Teilnehmer mit einsehen. Auch vorab noch Informationen für Sie: Wir zeichnen alle unsere Webinare auf. Das heißt, Sie können auch im Nachgang nochmal reinklicken und wir veröffentlichen zudem auch die Präsentation als Handout gemeinsam mit dem Webinar dann auf unserer Webseite. Wenn Sie da nochmal reinschauen möchten, können Sie das Handout gerne dann auch eben runterladen und für Ihre Unterlagen speichern. Unser Vertriebsnetzwerk habe ich schon vorgestellt für die ein oder anderen, die dabei waren. Die einzelnen Buchungsplattformen sind wir schon durchgegangen und habe Ihnen so die Einzelheiten oder Besonderheiten der einzelnen Buchungsplattformen aufgezeigt. Heute möchte ich Ihnen den Teil unseres Portfolios vorstellen, der Buchungslink auf Ihrer Webseite. Dadurch, dass manche Gäste oftmals schon auf den großen Buchungsplattformen landen. Das hat einfach mit der Bekanntheit der großen Plattformen wie Booking, Airbnb oder Fevo Direct zum Beispiel zu tun. Oder Expedia, Check24. Das ist was, das man sogar teilweise aus der Fernsehwerbung kennt. Das ist so in den Köpfen der Urlauber verankert. Deswegen, wenn man nach Urlaub sucht, geht man eventuell vielleicht über die Google-Suche oder direkt auf eine der großen Plattformen, um da Unterkünfte zu finden. Im zweiten Schritt schaut aber der ein oder andere Urlauber, auch wenn er Unterkunft gefunden hat, ob er denn auch eine Webseite von einer Unterkunft findet und vielleicht dort direkte Kontaktdaten finden kann oder nur weitere Angebote und stöbert vielleicht auch direkt auf ihrer eigenen Webseite von der Unterkunft nochmal durch. Dann, wenn Sie da bisher noch nicht online buchbar sind, wäre es ganz schade, wenn Sie den online buchenden Gast an die große Buchungsplattform verlieren würden. Denn wenn er da auf Ihrer Website dann die Buchungsmöglichkeiten nicht hat, kann es eben sein, dass er dann zurückgeht auf die Buchungsplattform, weil er da einfach durch wenige Mausklicks eine verbindliche Buchung tätigen kann. Ein beliebter Zeitpunkt, um sich für oder nach Unterkünften zu suchen oder Urlaub zu planen, ist oftmals das Wochenende. Da habe ich einfach die Zeit dazu, da ist die ganze Familie beisammen, da kann man sich beraten. Und wenn man dann zum Beispiel an einem Sonntagabend Unterkunft findet, möchte man natürlich nicht direkt in der Unterkunft anrufen. Oftmals ist es vielleicht schon zu spät oder man denkt sich, na, am Sonntagabend mag ich jetzt den Vermieter nicht kontaktieren. Dann hat man schon dieses Hemmnis, dass die Planung nicht weitergehen kann, weil ich es auf den nächsten Tag vertagen muss. Und deswegen tendieren dann die Online-Buchungen einfach dazu, dass sie es direkt an Ort und Stelle sofort, egal zu welcher Uhrzeit, die Buchung durchführen können. Das Homepage-Modul, das ich Ihnen vorstelle, ist ein Buchungsmodul. Das heißt, viele haben ja schon auf ihrer Webseite Formulare, zum Beispiel ein Anfrageformular, das der Gast ausfüllen kann. Da tätigt er aber keine verbindliche Buchung, sondern Sie müssen es nochmal als Gastgeber bestätigen. Das Homepage-Modul kann auf Ihrer Webseite eingebunden werden und ist dann ein direktes Buchungsformular. Das heißt, der Gast klickt auf eine verfügbare Einheit, zum Beispiel auf Ihr verfügbares Doppelzimmer,
sieht den Preis, sieht die Verfügbarkeiten und kann dann direkt für seinen gewünschten und verfügbaren Zeitraum das in den Warenkorb legen und eine verbindliche Buchung tätigen. Das heißt, er kann direkt auf Ihrer Seite sehen, wann es an Verfügbarkeiten gegeben und führt die Buchung direkt über Ihre Internetseite durch. Unsere internen Statistiken zeigen, dass die Homepage-Buchung der zweitstärkste Vertriebskanal ist. Also neben den ganzen großen Buchungsplattformen ist die Homepage-Buchung die zweitstärkste. Das ist schon beachtlich und deswegen ist es umso wichtiger, dass Sie da auch für Ihre Gäste buchbar sind. Wie das Ganze aussieht und jetzt nochmal genau in die Details zu gehen, möchte ich Ihnen im Nachgang jetzt noch einfach ein bisschen genauer zeigen. Ich habe Ihnen da mal Beispiele mitgebracht, wie es aussehen kann. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Ich habe es Ihnen hier unten am rechts immer markiert, zwischen dem Anbieter Thomas und Feratel. Das sind unterschiedliche Anbieter, je nachdem, was Ihr Ort, Ihre Destination für ein Betriebssystem nutzt. Für dieses Betriebssystem können wir dann das Buchungsmodul ausstellen. Thomas sind zum Beispiel die Pflegesysteme Team Manager, Destination One, MyWindtop und Feratel ist das Betriebssystem Deskline. Also für alle, die das Thomas-Betriebssystem nutzen, würde das Ganze dann so aussehen. Als Beispiel mal, wir haben hier oben die Möglichkeit, als Gast seinen gewünschten Zeitraum mal einzugeben. Oder er kann auch direkt, wenn man das aufklappt und aber den einzelnen Verfügbarkeiten sehen, wann denn die einzelnen Kategorien verfügbar sind oder wann sie, wie man es hier unten rechts sieht, belegt sind. Man hat dann alle seine Einheiten aufgelistet mit Fotos, Beschreibungstext kann eingeblendet werden, die genaue Bezeichnung der Kategorie und hat so wirklich alle Details von seinen unterschiedlichsten Kategorien mit in dem Modul drinnen. Wie das Ganze dann bei Feratel aussieht, habe ich Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Auch da, der Aufbau ist relativ gleich. Also Sie haben oben die Möglichkeit, hat der Gast die Möglichkeit, nach einem Zeitraum zu suchen, kann aber direkt einen Verfügbarkeitskalender eben schauen, wann ist er nur verfügbar oder wann ist schon belegt oder ist mein gewünschter Zeitraum vielleicht belegt. Das ist natürlich super, wenn jetzt zum Beispiel gerade Wochenende mit drin ist, das dann schon belegt ist, kann der Gast direkt sehen, ist vielleicht das vorherige oder das Wochenende danach frei und entscheidet sich dann vielleicht um und wählt einen alternativen Zeitraum. Auch hier haben wir dann die uns einzelnen Kategorien aufgelistet. Über das Plus kann man das Ganze auch noch öffnen und hat dann die einzelnen Beschreibungstexte zum Beispiel mit. Sieht dann hier auch den Preis pro Einheit. Wenn man sich für eins entscheidet, kann man auf Buchen klicken und das Ganze geht dann in den Warenkorb und man kann die Buchung final abschließen. Was auch eine Möglichkeit ist, ist eine Schnellsuche. Das heißt, Sie können überall auf Ihrer Website empfohlen natürlich auf der Startseite oder in irgendeinem Bereich, der immer sichtbar ist, egal auf welcher Unterseite man sich auf der Website befindet, eine Schnellsuche integrieren. Das heißt, da ist wirklich nur der kann man den verfügbaren Zeitraum eingeben, die Personenzahl und wenn man auf Jetzt buchen klickt, wird man dann weitergeleitet auf das Modul, das wir vorher gerade gesehen haben und bekommt dann die einzelnen verfügbaren Kategorien dargestellt. Das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um das Buchungsmodul präsent auf der Website darzustellen. Ist auch empfohlen, also man soll den Gast nicht lange damit aufhalten, dass er das suchen muss. Manchmal sind Webseiten sehr verschachtelt. Man möchte natürlich so viel Information bereitstellen wie möglich. Also man präsentiert ja seine eigene Unterkunft, man präsentiert alle Leistungen, die man anbietet, sei es, wenn es jetzt zum Beispiel Hotels haben und haben einen Spa-Bereich oder Restaurants oder eine Bar oder bieten vielleicht sogar Veranstaltungen. Und natürlich auch vielleicht Informationen zur Region, was kann man unternehmen. Dann wird so eine Website oftmals recht schnell sehr groß und die einzelnen Unterseiten sehr viel einfach und da, wenn jetzt wirklich vielleicht das zu versteckt ist, kann der Gast kann's passieren, dass es vielleicht gar nicht findet. Also da ist wirklich über die Schnellsuche die Möglichkeit, dass es einfach immer fest mit dabei ist oder eben auf der Startseite gleich schon prominent platziert werden kann. Das Gleiche
Bei Feratel, da kann die Schnellsuche so aussehen, wie Sie es hier unten links sehen. Also dass man es zum Beispiel durch so einen seitlichen Button mit einbaut. Und auch hier haben wir es, wie wir es gerade schon gesehen haben, einfach die Verfügbarkeitsabfrage, Personenanzahl und kann dann auf Suchen gehen. Noch dazu, was jetzt auch in der heutigen Zeit wirklich immer ein Muss ist oder was auf jeden Fall jede Website können sollte, ist, dass sie responsiv ist. Nur zur Erklärung, was das bedeutet. Das bedeutet, dass eine Website, egal wie groß das Browserfenster ist, sich immer dem Fenster anpasst. So ist gewährleistet, dass auch auf mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel Tablets oder Smartphones, die Website immer so schön dargestellt ist, dass es wirklich immer alles sichtbar ist, dass der Gast nicht groß zoomen muss oder mit Balken unten oder an der Seite lang schieben muss. Also wie Sie es hier sehen, passt sich das dann dem Fenster des mobilen Endgerätes an. Und je nach Information oder je nachdem, wie groß es ist, wird es eben dann untereinander aufgereiht. Und genauso hier das Beispiel von Feratel. Von der Einbindung her gibt es zwei Möglichkeiten. Also generell ist es so, wir können Ihnen das Buchungsmodul ausstellen. Die Einbindung erfolgt dann durch Sie. Oder wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der Ihre Webseite betreut, Ihren Webdesigner oder IT-Berater, dann können Sie es gerne an denjenigen weiterleiten, denn das muss dann im Hintergrundsystem von Ihrer Webseite eingebaut werden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder Sie bauen es per iFrame ein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn jetzt jemand auf das Buchungsmodul klickt, er direkt auf Ihrer Seite bleibt und in der Seite das Modul eingebaut ist. Der Vorteil ist, dass der Gast auf Ihrer Seite bleibt. Manchmal kann es eben auch sein, dass dadurch, dass es auf der Seite eingebunden ist, je nachdem, wie die Website aufgebaut ist, auch dazu führen kann, dass der Gast relativ viel scrollen muss, also relativ viel entweder nach unten oder auf die Seite schieben muss. Aber kann man alles durch die richtigen Einstellungen beheben. So ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, das einzubinden. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie es als eigenständige Seite, als Link direkt einbinden. Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie auf der Startseite oder auf der Seite, wo Sie Ihre Kategorien, Ihre Zimmer und Wohnungen vorstellen, so einen Button machen wie jetzt buchen oder hier online buchen, können Sie dann hinter diesem Button einen Link legen, der, wenn man da draufklickt, sich in einer neuen Seite öffnet. Der Gast hat aber auch dann immer noch die Möglichkeit, auf Ihre Seite, auf Ihre eigentliche Website zurückzugehen. Da ist oben dann immer so ein Button, das steht zurück zur Homepage zum Beispiel. Also durch beide Möglichkeiten haben Sie die Möglichkeit, dass Sie es auf Ihrer Website integrieren, je nachdem, was dann auch zum Design Ihrer Website passt. Das Homepage-Buchungsmodul oder generell die Buchbarkeit auf der eigenen Internetseite von der Unterkunft hat für Sie als Gastgeber die folgenden Vorteile, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das Ganze hat auch was mit Professionalität zu tun. Sie bieten dem Gast das, was er auch auf den großen Buchbuchungsplattformen als Service bekommt. Auf Ihrer eigenen Webseite haben Sie auch in dem Modul alle Einheiten auf einen Blick. Also Sie haben wirklich, wie wir es auch vorher im Beispiel gesehen haben, alle Kategorien untereinander gelistet, Ihre Zimmer, Ihre Wohnungen und auch die detaillierten Infos zu den einzelnen Kategorien. Also Fotos, Beschreibungstexte, Ausstattungsmerkmale, die Preise natürlich, die der Gast dann sehen kann. Das wird alles im Modul mit dargestellt. Wenn jetzt ein Gast für Familie bucht oder wenn zum Beispiel mehrere Freunde gemeinsam buchen und mehr als ein Zimmer oder eine Ferienwohnung buchen möchten, können Sie auch über das Modul mehrere Einheiten gleichzeitig buchen. Sie können das so einstellen, dass dann auch zwei Zimmer zum Beispiel zum gleichen Zeitraum in einer Buchung gebucht werden können. Der Verfügbarkeitskalender oder die ganzen Infos, die im Modul sind, kommen aus
aus den Daten, die Sie im Pflegesystem eingegeben haben. Das heißt, Sie pflegen weiterhin zentral in einem Kalender in Ihrem Pflegesystem Ihre Verfügbarkeiten und Preise und so weiter ein. Und der Gast kann dadurch in Echtzeit die Verfügbarkeit für die einzelnen Kategorien abfragen. Wie man es auch hier im Beispiel sieht, das, was hier eingespeist ist, sind die Informationen, die im Pflegesystem vom Gastgeber eingegeben wurden. Und der Gast sieht hier auf den ersten Blick, also auch unten mit der Skala, was bedeuten die unterschiedlichen Farben. Grau ist belegt, grün heißt möglicher Anreisetag, hellgrün wäre nur die Möglichkeit frei, aber keine Anreise möglich. Manche Gastgeber haben zum Beispiel gewisse Tage für die An- und Abreise ausgeschlossen, weshalb es dann so auch noch anders farblich dargestellt wird, dass der Gast eben weiß, ich könnte zwar über diesen Tag bleiben, aber nicht an diesem Tag anreisen. Ich sehe dann hier als Gast auf den ersten Blick, welche Tage oder welche Zeiträume verfügbar sind. Und dann hier zum Beispiel im Juli sehe ich auch sofort, an dem Wochenende ist schon belegt. Wenn ich jetzt mit der Maus zum Beispiel hier auf den 21. Juli draufgehe, dann erscheint dieses Fenster hier, möglicher Anreisetag, Mindestaufenthalt 4 Tage. Also da wird dem Gast auch gleich die Information gegeben, dass er an diesem Tag anreisen könnte, aber auch die Information mit dazu, welcher Mindestaufenthalt eingestellt ist. Das ist einmal super, also auch wenn der Gast hier draufklickt und dieses Fenster vielleicht übersehen hat oder sich das noch nicht geöffnet hat, wird in der Verfügbarkeit beim Bis-Datum springt es automatisch so weit vor, wie der Abstand vom Mindestaufenthalt ist. Also wenn Sie generell für alle Ihre Einheiten 4 Tage eingestellt haben und der Gast sucht oben in der allgemeinen Suche, gibt ein 21. Juli, dann springt es automatisch beim Bis-Datum auf 25. Dass der Gast weiß, alles darunter ist von der Einstellung her schon gar nicht möglich. Also der Gast hat da wirklich sehr detaillierte und sehr, die wichtigsten Infos für sich auf einen Blick und bekommt schon die Informationen, die oftmals gegebenenfalls nur telefonisch oder per E-Mail abgefragt werden, vorab schon direkt angezeigt. Hier möchte ich Ihnen nochmal die Vorteile einfach auf einen Blick zeigen. Warum sollten Sie das als Gastgeber machen oder warum sollten Sie das auf Ihrer eigenen Internetseite einbinden? Erstmal zu den Kosten. Was wissen wir, welchen Kosten ist das verbunden, wenn wir das Modul ausstellen? Die Ausstellung des Moduls und die erste Einrichtung, die unsere Expertinnen im Team für Sie machen, ist kostenlos. Denn das ist genauso wie mit den Buchungsplattformen auf Provisionen basiert. Die Provisionen, wie gehabt, natürlich auch nur im Erfolgsfall. Das heißt, wenn der Gast wirklich dann vor Ort war, auf stornierte Buchungen keine Provision. Und die Provision ist niedriger als auf den großen Buchungsplattformen. Also Sie würden sich da von den Kosten her auch einiges sparen können. Dadurch, dass Sie auf Ihrer eigenen Internetseite auch buchbar sind, stärken Sie natürlich auch Ihren Direktvertrieb. Oftmals geht der Gast auch bewusst auf Internetseiten von Unterkünften, weil er eventuell den großen Plattformen nicht vertraut oder weil ihm das einfach schon so so eine Vertrauensbasis für ihn ist, wenn er direkt bei der Unterkunft eine Buchung tätigt. Und indem Sie ihm die Möglichkeit geben, können Sie Ihren Direktvertrieb auf jeden Fall stärken. Wie ich es vorher schon gesagt habe, das Ganze hat auch mit Professionalität zu tun. Sie strahlen dann, wenn Sie sowas anbieten, natürlich auch nach außen einen gewissen Service aus, den Sie Ihrem Gast anbieten. Also da, wie wir es vorher auch schon als Beispiel gehört haben, wäre es einfach schade, wenn Sie dann den Gast wieder einer große Buchungsplattformen verlieren würden, die diesen professionellen Service anbietet, wenn sie es doch auch auf ihrer eigenen Internetseite anbieten könnten. Die Integration von dem Modul ist relativ einfach und Sie halten da auch Anleitungen von uns, wie es dann im Hintergrundsystem eingebaut werden kann. Und die farbliche Anpassung ist auch auf die Farben, auf die Farbskala, die auf Ihrer Website ist, anpassbar. Also das ist kein starres Modul, das nicht verändert werden kann, sondern wenn zum Beispiel auf Ihrer Internetseite die Farben Rot und Beige, wie wir es jetzt vorher im Beispiel gesehen haben, gegeben ist, dann können Sie das auch im Modul so anpassen, dass der Gast auch sieht, das gehört zusammen. Wie ich es auch schon erwähnt habe, das Ganze ist
gespeist aus den Informationen, die Sie im Pflegesystem eingeben. Sie müssen, haben dadurch somit auch keinen erhöhten Aufwand. Also Sie müssen für das Modul nicht noch weitere Kalender pflegen oder noch weitere, jetzt da quasi noch mal was dazu pflegen, sondern das wird aus den Informationen, die Sie uns ja schon gegeben haben, zentral gesteuert. Auch nochmal betonen möchte ich eben, dass das für die Preise und Verfügbarkeiten gilt. Das heißt, das wird in Echtzeit abgespielt. Wenn es halt eine Buchung eingeht über eine andere Seite, über die Regionsseite zum Beispiel, dann aktualisiert sich ja Ihr Kalender in Echtzeit auf, im Pflegesystem und somit auch auf Ihrer Webseite. Also das passiert wirklich in einem Schritt, ohne dass Sie manuell irgendwas machen müssen. Was auch noch eine wichtige Information für Sie ist oder was ein Vorteil ist, wenn Sie das Ganze nutzen, ist, dass wenn der Gast diese Buchung durchführt auf Ihrer Website, bekommt er, wie er das auch von den großen Plattformen kennt, automatisch eine Buchungsbestätigung per E-Mail zugeschickt. Und Sie als Gastgeber genauso, damit Sie die Kontaktdaten vom Gast haben und natürlich auch von der Buchung erfahren. Also da ist dieser Automatismus, der auf den, wie Sie es auch von den anderen oder von den großen Plattformen kennen, auch gegeben. Und der Gast erhält sofort Bescheid, dass er die verbindliche Buchung getätigt hat. Ja, das waren jetzt mal die zwei verschiedenen Buchungsmodule, die wir für Sie als Gastgeber anbieten. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen aufzeigen, wie wichtig auch die Buchbarkeit auf der eigenen Internetseite für die Online-Buchung ist. Wenn Sie sagen, Sie haben es schon, möchten aber gern, dass wir dann vielleicht nochmal drüber schauen oder sind Sie unsicher, ob da alles passt oder wie es eingebunden ist, dann können Sie uns gern Bescheid geben. Dann schauen wir da gemeinsam mit Ihnen drüber. Ich habe Ihnen hier wieder unsere Kontaktdaten mitgebracht. Wenn Sie sagen, Sie nutzen das bisher noch nicht und sind interessiert daran, dann schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail oder wenn Sie vorher auch noch irgendwas abklären möchten, können Sie auch gerne kurz anrufen. Es reicht ja wirklich nur, dass wir Bescheid bekommen von Ihnen per E-Mail oder telefonisch, dass Sie es nutzen möchten. Dann können wir schon direkt alles in die Wege leiten. Also Sie müssen da nicht nur irgendwas vorher mit uns schriftlich oder in einer Form von Bestellformular oder sowas ausfüllen, sondern es reicht wirklich einfach eine kurze E-Mail. Wenn Sie jetzt mit zuschauen und bisher noch nicht online buchbar sind über uns, wird es uns sehr freuen, wenn wir Ihr Partner werden und Sie in der Online-Buchung unterstützen dürfen. Ich stelle Ihnen hierfür einfach nochmal kurz vor, was wir in der OBS als Service anbieten. Wir betreuen Gastgeber jeder Größe, sei es eine Ferienwohnung, ein Zimmer oder Hotels mit mehreren oder Unterkünfte mit mehreren Kategorien und unterstützen hinsichtlich des Online-Vertriebs. Wir arbeiten da sehr eng mit den Regionen zusammen, weshalb wir auch die Ortssysteme nutzen, das Ihnen dann vielleicht sogar schon bekannt ist. Indem Sie dann zentral pflegen. Also wie ich es vorher schon erwähnt habe, es gibt ein System, in dem Sie die Daten für Ihre Unterkunft eingeben und das ist dann die Basis, die auf alle unterschiedlichsten Plattformen unseres Portfolios ausgespielt werden. Der Anschluss an die Buchungsportale erfolgt für Sie vollautomatisch. Das wird alles von uns geregelt für Sie, denn wir sind Ihr einziger Vertragspartner und Ihr einziger Ansprechpartner in dem Ganzen. Also wenn Sie dann irgendwelche Fragen haben, dann ist nicht das Portal direkt Ihr erster Ansprechpartner, sondern wir von der OBS. Unser Gastgeberservice ist 7 Tage die Woche erreichbar. Das heißt, es gibt einmal an Feiertagen oder an Wochenenden irgendwelche Fragen oder Probleme, die sofort gelöst werden sollten, können Sie uns auch da auf jeden Fall erreichen. Ich habe Ihnen hier nochmal unser ganzes Portfolio mitgebracht. Fragen natürlich, mit welchen Kosten das Ganze verbunden ist. Wir arbeiten generell provisionsbasiert. Das heißt, für Sie als Gastgeber fallen keine fixen Kosten an. Es gibt keine Teilnahmegebühr, keine sowas wie Jahresgebühr zum Beispiel. Es gibt da keine vertraglichen Mindestlaufzeiten. Also Sie binden sich nicht auf eine gewisse Laufzeit. Und auch für die erste Einrichtung oder für die telefonische Schulung, die wir durchführen, fallen keine Kosten für Sie an. Für jede erfolgreich durchgeführte Buchung, das heißt, der Gast hat gebucht und war auch direkt bei Ihnen vor Ort und hat seinen Urlaub bei Ihnen verbracht, für diese Buchung fällt eine Provision an, die Sie an uns begleichen. Also auch da sind wir Ihr alleiniger Ansprechpartner. Und für alle stornierten Buchungen oder Gäste, die eventuell nicht angereist sind,
fällt keine Provision an, sobald Sie uns die Stornierung gemeldet haben. Wie funktioniert das Ganze? Wenn Sie sich anmelden möchten, können Sie das per E-Mail machen über anmeldung@obsg.de oder Sie gehen auf unsere Webseite und füllen das Anmeldeformular aus. Wenn die Anmeldung bei uns eingegangen ist, dann rufen wir Sie an und vereinbaren einen telefonischen Schulungstermin mit Ihnen. Also während des Schulungstermins pflegen wir dann gemeinsam alle Daten ein, Bilder, Beschreibungstexte, Preise, Verfügbarkeiten und gehen mit Ihnen das System gemeinsam durch und können alle Ihre offenen Fragen klären. Wenn dann alles soweit ist zur Freischaltung, können Sie auch schon Ihre erste Online-Buchung erhalten. Ja, das war's schon für heute. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und bedanke mich für Ihre Teilnahme. Möchte Sie nochmal auch auf das nächste Webinar hinweisen. Das ist am 5. Mai, am Dienstag, zum Thema mit einem Klick zu einer neuen Webseite. Da geht es darum, das ist vor allem auch für Unterkünfte, die bisher noch keine eigene Internetseite haben. Da haben wir nämlich auch die Möglichkeit, dass wir Ihnen durch die Daten, die Sie für die Online-Buchung eingeben, eine Website erstellen können. Dadurch, dass wir so positives Feedback erhalten haben und auch den Wunsch von einigen Gastgebern oder Touristikern, dass die Webinarreihe vielleicht an oder nachgefragt wurde, ob das nochmal wiederholt wird, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir unser Angebot gerne nochmal für Sie anbieten würden. Also dass die Webinarreihe, die wir jetzt haben mit den 10 Webinaren, einfach dadurch, dass der ein oder andere die ersten Webinare verpasst hat, nochmal durchführen. Wir planen das Ganze gerade und sobald wir da die fixen Daten haben, kommunizieren wir das gern wieder an Sie. Das heißt, wenn Sie da einfach nochmal Lust haben oder ihr vielleicht irgendein Webinar verpasst haben, können Sie da nochmal sich mit reinklicken. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!